So, was ist denn hier los? Kein Gegner? Start to play. Doch, da hätten wir einen. So, und dann spielen wir jetzt auch wieder normales Go. Normale Züge. Gegner ist auch 7 da, steht 8 zu 11 jetzt. Okay. Dann müsste das ja eigentlich machbar sein. Ganz braver Kram erstmal. Jetzt wird er doch wahrscheinlich hier angreifen. Was mache ich da dann drauf? Ich spiele mal den. Falls er sich hier ausdehnt, mache ich mal diesen hier. Ne? Bisschen näher noch an diese Steine dran, damit die nicht mehr so ganz komfortabel da stehen. Er kann natürlich jetzt auch hier reingehen, aber dann ja, gibt es halt irgendwie einen Kampf an dem Rand. Oder? Oder sollte ich jetzt erstmal hier spielen? Das weiß ich schon wieder nicht. Ich glaube ja. Hier rausgehe, spielt er halt hier, ne? Ist das schlimm für mich? Komm, wir gucken mal, ob das schlimm für mich wird. Ich kann jetzt natürlich auch diverse andere Züge hier machen. Aber ich hoffe, dass der nicht einfach so stirbt. Nicht ganz ohne Sinn. Ich will meinem Stein hinterher wenigstens sagen können, dein Tod hat einen Sinn gehabt. Sein Dasein. Ja. Jetzt könnte ich hier spielen. Machen wir einfach mal. Muss ich doch eigentlich den machen, ne? Später den, später den, später den. So viele Möglichkeiten hier. Also den möchte ich eigentlich nicht spielen. Wenn ich den spielen, kommt der da. Ja komm, wir spielen mal den. Er kann auch diesen hier spielen und dann irgendwie hoffen, dass er hier wieder durchschneiden kann. Das geht natürlich. Aber naja, es wird dann auch nicht allzu groß, dieses Gebiet. Ne? Ich gebe einmal Atari, spiele an Tinuki. Dann macht er hier halt 10 Punkte. Kann ich den machen? Ich hoffe. Okay. Kann ich hier sowas spielen? Kann er Geta spielen, ne? Das sollte ich also nicht machen. Okay. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich dachte, wenn er sich dann da irgendwie rausquetschen muss mit Ataris oder so und muss dann trotzdem nochmal irgendwie spielen, sobald hier keine Treppe mehr geht, um da nicht eben doch schlechte Form zu kriegen. Und ich bin hier schon sicher, dann kann ich hier eventuell diese Gruppe fangen. Also meine Überlegung für einen kurzen Moment. Aber dann musste ich feststellen, das geht gar nicht. Hätte ich da einfach weiter hier schieben sollen? Ich weiß nicht, glaub nicht. Also wenn er den spielt, kann und sollte ich dann hier spielen erstmal? Wahrscheinlich. Er macht das so. Wieder so eine komische Stellung aus diesem Joseki mit dem Schnitt dann, wo ich nicht wirklich weiß, wie es weitergehen soll. Das kommt doch immer wieder vor. Also erstens, dieses Joseki kommt immer wieder vor und zweitens, dass ich dann nicht mehr weiß, wie es weitergehen sollte. Ein Teufelskreis. So, 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 fangen. Ich spiele hier.
hat er mich ja immer noch, ne? Also spielen wir mal den, er zieht hier raus, ich springe da. Und dann hoffe ich, kann ich da noch weiter irgendwann rausziehen. Wenn er da fängt, ja, dann hat er da gefangen. Aber ich hoffe, die Steine haben noch ein bisschen Argi. Dann so erstmal ist das vielleicht Sente, das hier alles Sente, sodass das dann eben doch nicht ganz so viele Punkte werden. Hier habe ich jetzt auch noch, naja, nicht mehr wirklich viel. Yoyomi now starts. Also gut, wir ziehen hier raus. Und sei es auch erstmal nur, um zu gucken, wie er mich da fängt. Er kann mir vielleicht sogar noch so verhindern, dass ich irgendwie rauskomme. Da, da und dann da. Und meine Hoffnung ist, dass ich dann wieder irgendwelche Sachen rangieren lassen hier. Das ist ja immerhin auch im Yoyomi. Wie gesagt, da, da und da könnte er mich wahrscheinlich fangen. Da muss ich aber nicht unbedingt drauf antworten, oder? Ich meine, ich könnte auch hier spielen und dann wieder Druck auf die 2 erstmal machen. Leider hat er hier ja auch noch dieses Zeugs. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Dieses Zeugs hier mit dem Durchschneiden, ne? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ja, nu. Das ist ziemlich schwerer Ballast, den ich mir da ins Bein binde. Das heißt, sie hat ja auch noch keine Punkte. Ich zwar auch noch nicht. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, schauen wir mal, was daraus wird, ne? So. Nine, eight, seven. Jetzt hier. Oder habe ich mir jetzt hier irgendwie zu wenig Freiheiten für diesen Schnitt
übrig gelassen. Das sollte eigentlich funktionieren. Und da müssen ja nur noch diese Steine irgendwie rauskommen, wenn er jetzt hier so durchgeht. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 yoyomis left. Ja, kann man machen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Will er jetzt die? Nee, will er nicht. Gut. Dann ist ja alles in Ordnung. So, wenn er jetzt da umbiegt, dann block ich hier und macht er nicht deswegen. Trotzdem, ich kann dann ja immer noch verbinden, wenn ich denn möchte. So. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dann machen wir hier mal schöne Formen. Ob das wirklich sinnvoll schön ist oder einfach nur ästhetisch schön, das weiß ich nicht. Das Problem dieser schwachen Gruppe ist gelöst. Habe ich ja eigentlich nur noch diese schwache Gruppe. Kann ich da spielen? Und wenn er da spielt hier, dann muss er da spielen. Gibt es da doch bestimmt noch mal interessantes Argy für mich. 9, 8, 7. Und wenn er hier spielt, dann habe ich halt den Incentive. Und dann wird es für diese wieder enger. 2, 1. So. Wow. Ja, da muss ich den machen. Da gibt es ja hoffentlich keine zwei Meinungen. Er kann jetzt natürlich den spielen, dann muss ich den spielen, dann kann er immer noch verbinden. Wenn ich hier spiele, drohe ich untenrum mehr oder weniger zu verbinden. Ne? Und ich drohe diesen Schnitt irgendwann mal. Nee, er kann dann auch da spielen. Das hatte ich nicht bedacht. Na gut, er macht es aber so. Da freue ich mich doch fast schon drüber. Denn jetzt kann ich hoffentlich den hier machen. Danach geht hier vielleicht doch wieder was so mit einmal rausstrecken. Und dann habe ich hier wieder die Möglichkeit, die Gruppe als solches dann doch noch anzugreifen. Ich hoffe nur, diese Gruppe stirbt nicht. Die Ecke. So meine Gruppe in der Ecke. 8, 7. Aber da hat er sich ja jetzt irgendwie auch wieder die Nachhand eingefangen, wenn er da überhaupt noch lebt. Kann ich jetzt den spielen? Den. Das ist ein Seki. Da.
Das hört ein Seki, glaube ich, ne? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dann spielen wir es doch lieber so, dass ich hier Augen kriege. Dann müssen wir mal gucken, ja. Oder einfach hier verbinden, ne? Ist, glaube ich, besser. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, so. Da geht leider nichts wirklich, ne? Gut, dann sehen wir einfach mal zu, dass wir hier einen Doppelhahn hinkriegen. Und dann vielleicht nochmal hier irgendwie sowas. In der Art da, da und hier Schnitt oder so, wenn er dann da spielt, hier rausziehen. Oh. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Es wäre schön, wenn ich außer dieses Zuges hier auch noch die Möglichkeit hätte, durch das Fangen der zwei Steine oder so, da zu verbinden. Aber es sieht fast so aus, als würde er mir das nicht gönnen. Nine, eight, seven, six, five. So sieht's aus. Jetzt muss ich doch mal da anfragen. Dann kann er ja nicht spielen, weil ich dann dieses Atari gebe. So. Hoffentlich hier irgendwie ein Punuki für mich. Und der hier ist ja auch noch Sente dann und da ganz, ganz traurige Form. So macht er das. Okay. Ja, dann spielen wir den. Dann nehmen wir die mit. Ja, auch nochmal 30 Punkte. Na, ein bisschen schade, dass ich die geopfert habe dafür. Ne? Hätte ich auch einfach erstmal verbinden können. Der lief ja eigentlich nicht weg hier. Das war also schon ein bisschen dumm. Aber solange ich noch nur ein bisschen dumm spiele, ist es ja nicht ganz so schlimm wie sonst. Wow, der soll gehen, ja? Nine, eight, seven, six, so, so, so. Five, four, three, auch noch eine Idee, ne? One.
Da kannst du hoffentlich nicht rausziehen. Dann kann ich den spielen. Okay. Darum macht er das so. Erstmal sichern und dann gucken wir, wie wir gegen oben, links und überhaupt das ganze Riesenzeugs da vorgehen. Da spielt er ja. Dann hoffe ich, kann ich den machen. Wenn er den spielt, hätte ich diesen. 9, 8, 7, 6, 5. Darum spielt er da und jetzt bin ich hier doch eigentlich angebunden. So, ich kann nämlich noch den machen. Und dann schauen wir mal weiter. So. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, hier bin ich mehr oder weniger, also bin ich schon sicher verbunden. Wenn ich es unbedingt will, muss ich da halt einmal einen Stein sogar noch runterziehen. Aber dann wird da nichts mehr passieren. So, da. Oder da. Seid jetzt hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Punkte oder so. Ganz grob gezählt. Und ich habe doch hoffentlich auch welche. Naja, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ja. Nicht, dass es am Ende zu wenig sind. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Der wäre groß, ne? Erstmal muss ich hier irgendwie leben. Da spielen, ne? Ja. Nine, eight, seven. Der hat vielleicht inklusive Komi 10, 20, 30, 40, 50. Ja, es ist jetzt gar nichts mehr, was er hier noch hat. Da kann er dann eventuell zwei Steine fangen. Ja, vielleicht sollte ich das vermeiden, und es ja auch den einen rettet und hier dann Schnitt und so wieder möglich macht. Aber ich würde auch gerne hier noch spielen. Da habe ich dann ja eventuell auch große Fortsetzungen. Da kann er ja nicht spielen, weil ich dann... Ich nicht, ne? Okay, so macht er das.
Ja, dann kann ich jetzt ja doch hier spielen, ne? Das wäre nicht klein. Muss ich nur hier wieder aufpassen. Nicht, dass ich das hier noch verhampel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hat er da noch Angst um diese Gruppe gehabt oder wie? Oder hat er nicht irgendwie Angst und dann hofft, dass ich es hier übertreibe jetzt? 8, 7. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht mehr übertreiben. So, da ist ja alles verbunden. Da können wir jetzt ja eigentlich auch nur den hier spielen. Nicht, dass er da anbindet und ich dann in Nachhand auf neutralen Punkten verbinden muss. Das wären dann ja irgendwie so 6 Punkte Unterschied gewesen. Oh, das hört sich alleine schon bei diesem, zu diesem Zeitpunkt vielleicht nach relativ viel an, aber Vorhand ist dann eben nochmal deutlich unangenehmer. Also wenn das Vorhand eben für ihn gewesen wäre. So, jetzt habe ich hier aber doch die Möglichkeit, entweder zu verbinden oder 2 Augen zu machen. Ne? Versuchen wir doch mal mit gutem Endspiel 2 Augen zu machen. Ja, das geht natürlich jetzt nicht mehr wirklich, weil die 2 Steine da weg sind. Aber sicher ist sicher. Das ist groß, riesig fast. 9, 8, 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisschen Quatsch hier. So, das sind gut 20 Punkte. Ja, sagen wir 20 Punkte. Wenn überhaupt. So, was haben wir hier noch? Da will er irgendwie mal schneiden, ne? Aber das müsste jetzt ja weg sein, dass er hier piepen und schneiden kann. So, hier oder da lebe ich, ne? Nein. Mann, was ist denn das für eine ekelhafte Form? Okay, aber gibt gleich auf, nachdem man sieht, dass hier kein Schnitt mehr geht. Wie stand es dann? 22,5. Oh. Na gut, also 20, 30, 40, 50, das sind komisch 60 Punkte. Und wenn das hier schon 10, 20, 30, 40, 50, das sind ja schon 60 Punkte. Dann habe ich halt hier überall noch so ein paar Reste dranhängen. Jo, super. Hat dann ja doch geklappt. War aber sicherlich keine saubere Partie, aber hoffentlich eine spannende mit den Kämpfen hier. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst schon mal einen Daumen hoch da und dann könnt ihr euch jetzt vielleicht noch mit mir zusammen die KI-Analyse angucken. Ja, und ihr könnt natürlich gerne auch ein Abo dalassen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Das kostet euch ja nichts hier auf YouTube und würde mich natürlich sehr freuen und motivieren, hier weiterzumachen. Das heißt also, ich mache hier eh weiter, aber
Es würde meine Lust und Laune beim Videos editieren sicherlich nochmal heben, wenn es stetig hier weiter aufwärts geht mit den Abo-Zahlen. Ja, das war ein Schreck, ne? Nee, ich höre nicht auf, keine Sorge. Oder macht euch keine falschen Hoffnungen. Je nachdem. Someone invites you to play. So, da wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr spielen. Ich wollte jetzt schnell noch die Partie runterladen, sie analysieren und dann Feierabend machen für heute. Lief ja relativ gut, aber bei dem Kampf da unten, da wusste ich wieder absolut nicht, was hier Sache ist. Und das ist immer ein komisches Gefühl. Und ich glaube, zwischendurch war das auch nicht wirklich gut für mich. Und dann dieser Reinstecker hier, wenn ich das einfach oben gedeckt hätte, wie hätte er dann überhaupt leben wollen? Also klar, er hat dann die Möglichkeit hier, wenn ich hier spiele, dann hat er halt die Möglichkeit, hier irgendwie Streit zu suchen. Und vielleicht diesen einen Stein zu fangen, aber hier unten gibt es ja nie und nimmer zwei Augen, auch wenn er den hier bekäme. Und nachdem ich diese hier erstmal gerettet habe, ist das ja immer noch vorhanden. Ja, die Frage ist halt wirklich nur, kann er den einen Stein fangen oder nicht, sonst ist er hier komplett tot. Also hier hätte ich definitiv da spielen müssen. Ja, habe ich aber nicht. Und dann wurde das plötzlich wieder ziemlich kritisch, weil dann war er hier sehr stark und dann ist das hier doch alles ein bisschen dünn gewesen. Er konnte mir schön die Ecke auslutschen, da oben einen schönen Rand erstmal machen. Da bin ich dann zwar ganz okay reingekommen, aber das war schon wieder zu viel Ungewissheit eigentlich, um mir wirklich gut zu gefallen. Mal gucken, wie es Katago gefällt. Das sehen wir dann jetzt gleich. Ja, der Partieverlauf entsprach so in etwa meinem Gefühl, aber waren doch ein paar mehr Fehler drin, als ich erwartet hatte. Und die Ausschläge waren auch deutlich größer. Hier hätte ich zum Beispiel auch den hier spielen können, aber mein Zug am Anfang H3 war auch okay. Wenn ich erst hier rechts einmal anlehne und dann mich nur bis 3 ausdehne, findet Katago normal. Hier hätte ich tatsächlich erstmal einfach springen sollen. Ein Punktsprung ist niemals falsch. Nach oben raus, dann passiert in 2 Steinen da nichts mehr und er muss halt auf beiden Seiten irgendwie für seine Gruppe sorgen. Ganz normales Prinzip eigentlich. Hier hätte ich dann wohl ja nicht das schieben sollen auf B7, sondern erstmal das Atari auf C1 geben, weil die Treppe nach rechts oben ja eh nicht läuft für ihn. Naja, dann habe ich da ja umgebogen auf E7. Ich hätte aber einfach weiter schieben sollen auf der vierten Reihe da. Die Variante ist ziemlich lang, die dann folgt, aber letztendlich hätte Schwarz das wohl besser so gemacht, denn wenn er da durchgeht, wie in der Partie, und meine zwei Gruppen trennt, dann habe ich da doch ziemliche Probleme. Also das ist die Variante, wo er eben selber auch einige Probleme hat, weil ich zu 7 komme, als erster quasi. So, hier, da hätte ich da einfach von oben nochmal wieder Atari geben sollen, um meine Steine zu verbinden. Die Gruppe in der Ecke lebt, auch wenn das B1 umbiegen in Sente für Weiß natürlich mir dann wehtäte, aber naja. Hier hätte ich wohl erstmal einfach wirklich im Zentrum dann noch umbiegen sollen. H11 ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das gleiche gilt dann zum Glück aber auch für ihn. Er hat dann ja irgendwie meine eine Gruppe dann nur abgetrennt. Wenn er mich oben eingeschlossen hätte, dann hätte er einfach das ganze Brett, also den Rest des Brettes dominiert. Links, oben, Zentrum, alles hätte unter weißem Einfluss gestanden und die Partie wäre für ihn wohl ziemlich gut gelaufen. So, und nachdem er das nicht gemacht hat, da war es dann plötzlich wieder völlig ausgeglichen, also ein komplett offenes Spiel. Und da hat er dann ja irgendwie ein bisschen Probleme mit seinen schwachen Gruppen gehabt, während meine dann doch irgendwie relativ zügig gelebt oder sich verbunden haben. Auch hier hätte er jetzt vielleicht einfach mal auf J2 verbinden sollen, statt diesen K10-Zug zu spielen, weil ich ja eben noch dieses AG mit dem Schnitt hatte auf J11, was ich zum Glück auch gefunden habe hier. Und danach war die Partie im Prinzip für mich gewonnen. Er hätte hier wohl auch mit dem Atari da irgendwie erstmal raus sollen. Da gibt es dann auch irgendwie ein paar Varianten zu. Ja, letztendlich läuft es aber alles inzwischen gut für Schwarz, weil Weiß einfach noch zu viele Defekte hat. Und die Gruppe lebt ja auch nach 15 da immer noch nicht. Ja, das Reinstrecken von mir habe ich ja schon als doofen Zug erkannt. Hier hätte ich einfach mal erstmal meine 2 Steine im Zentrum anbinden sollen. Was ich dann noch nicht so richtig erkannt hatte, war, dass ich dann ruhig den einen Stein auch wieder verhaften lassen dürfte, weil ich ja zum Beispiel, wenn er auf 2 nicht antworten kann, weil er eben den einen Schnittstein da im Zentrum verhaften muss, dann kriege ich ja einen anderen Teil
von seinen schwachen Gruppen und Führer auch klar. Naja, im Endspiel lief es dann aber doch wieder ganz okay und auch meine Einschätzung der Größenverhältnisse war wohl ganz okay. Also der Zug am linken Rand und der Zug im Zentrum kam anscheinend genau zur richtigen Zeit, um die Partie dann sicher zu gewinnen. Ja, aber wie gesagt, wenn er hier mich eingeschlossen hätte, dann hätte Weiß sehr, sehr gut gestanden. Also hier im schlimmsten Fall 12,5 Punkte für Weiß, im schlimmsten Fall für Schwarz natürlich, aus meiner Sicht. Aber ist ja nochmal gut gegangen.